Moin. Hallo. Wollen Sie mit? Ich dachte, ich hätte noch ein paar Jahre zu leben. Natürlich nicht hin. Meine erste Fahrt in einem Leichenwagen. Für die meisten ist das auch die letzte. Und dann haben sie noch nicht mal was davon. Die reinste Sardinenbüchse. Bleibt da Respekt vor dem Tod. Die Leute sind halt nicht mehr so anspruchsvoll wie du. Und du hast gesagt, ich soll die günstigsten Särge besorgen. Ja, Särge. Aber keine Sardinenbüchsen. Nochmal. Ja, das muss man alleine machen. Vater, ich helfe dir, wo ich kann. Aber ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Du bist doch nicht so gereizt. Ich würde dem Himmel danken, wenn ein neuer Kollege käme und mir die Arbeit abnimmt. Jonas, du Angst, dass dir der neue Kommissar schon bald vor der Nase sitzt? Mir sitzt niemand vor der Nase. Der kann sich brav hinten anstellen. Sicher? Ganz sicher. Bei der Polizei, da ist das wie auf dem Kutter. Da hat an Deck auch nur einer das Sagen. Und ich weiß, wo man die besten Krabben fängt. Das wird Hendricks auch noch begreifen. Du legst dich mit deinem Chef an. Wer hat angefangen? Ich weiß nichts. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich weiß nur, der kommt aus Berlin. Soll die vielleicht eine Überraschung werden? Tja, ohne mich. Ich tanze da morgen früh nicht an. Ja. Hm? Ich wüsste eine bessere Lösung. Schmeiß doch hinaus die Brocken hin. Wir beide sind ein gutes Gespann. Fana, ich will den Laden nicht. Holy der Teufel. Der Schimmelreiter bringt den Tod. Optimist.
Liebe Frau Neubauer, ich freue mich, Sie in meinem Team begrüßen zu können und darf Ihnen hiermit die Ernennungsurkunde zum Kriminalhauptkommissar überreichen. Bitte sehr. Rin. Was? Kriminalhauptkommissarin. Lassen Sie mal sehen. Oh, tja, da muss ich wohl einen Löschungsantrag stellen und wenn der geprüft, bearbeitet und genehmigt ist, einen erneuten Antrag auf Beförderung einreichen. Klingt, als wäre eine Geschlechtsumwandlung einfacher. Vermutlich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag bei der nächsten Geschlechtsumwandlung. Beförderung ist alles perfekt. Sie sagten, ich würde mit einem Partner zusammenarbeiten. Kriminalhauptkommissar Pedersen. Er ist untröstlich, weil er aus familiären Gründen heute bei der Begrüßung seines Kollegen... Kollegin? Natürlich ist ja auch nicht zu übersehen. Seiner Kollegin nicht anwesend sein kann. Ich darf Sie aber auch in seinem Namen aufs Allerherzlichste willkommen heißen. Wenn Sie noch Fragen haben. Ist das Ihr Hobby? Vielen Menschen ist Theodor Storm nur als Künstler bekannt. Dabei war er als Landvogt auch oberster Kriminalist hier in Nordfriesland. Ach, dann ist dieser berühmte Dichter sozusagen Ihr Vorgänger. Sozusagen, Frau Neubauer. Ein Tatort. Er hat's nicht anders gewollt. Nun, gib doch dem Neul eine Chance. Du lässt dir deine Kunden nicht wegnehmen und ich mir meine auch nicht. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das machen Sie aber gerade zum ersten Mal, oder? Spurensicherung hatte bei uns bisher nicht so die Bedeutung. Was ein Ermittler wirklich bräuchte, sei Instinkt. Der dir fehlt. Du! Ja, wen hast du erwartet, den Briefträger? Und seit wann gibst du denn hier die Nacktschnecke? Schleim hier nicht so rum. Auch wenn es dem Neuen gefällt und was ich über Spurensicherung sage, ja? Die ist Pilleballe. Hallo. Was machen Sie denn hier? Der Leichenwagen. Gestern. Kann ich Sie vielleicht auf ein Desinfliesentee einladen? Gerade jetzt ist gerade ungünstig. Wie kommen Sie hier eigentlich runter? Ich meine, das hier ist ein... Tatort? Ich dachte, Sie wären ein Kerl. Also natürlich nicht Sie. Ich dachte, mein neuer Partner wäre einer. Na, ich dachte, Sie wären Bestatter. Dabei sind Sie John Pedersen. John. Ohne H. Einfach nur Jon. Jon, auch schön. Und Sie sind? Nora Neubauer. Willkommen in Husum. Danke. Das mit dem Tee, das... Der wird wohl kalt werden. Ja, ich sehe, Sie haben mit der Spurensicherung schon angefangen. Die Leiche hat eine Verletzung in der Bauchgegend. Und obwohl das Gewebe an den Wundrändern geschwollen ist, gehe ich von einer Stichverletzung aus. Er wird vor circa 9 Stunden ins Hafenbecken gefallen sein, als hier bei der Flut noch das Wasser stand. Moment noch. Der Mantel des Toten hat sich in einer Kette verfangen, sonst wäre er bei der Ebbe mit hinaus aufs Meer gezogen worden. Mal was anderes. Ich war noch nicht fertig, junger Mann. Die Flut. Die kommt in exakt einer Stunde. Wir haben auflandigen Wind, da drückt das Wasser schneller rein. Nicht doch. Doch, auch. Kommen Sie. Mein Tatort. So ist das. Informieren Sie die Taucher? Brauchen wir nicht. Ja, und die Beweise? Tauchen bei Ebbe von ganz alleine wieder auf. Wenn wir auf Ebbe warten, verlieren wir wertvolle Zeit. Davon haben wir ja nur wirklich genug. Männlich 40, keine Papiere. Das ist ja Fiete. Sie kennen den Toten. Das
Es tut mir leid. Wenn hier ein Toter nicht gerade aus dem Flugzeug fällt, dann kennt man ihn. Es kommt in Berlin nie vor, dass ein Ermittler den Toten kennt, wenn ihn überhaupt jemand kennt. Eine Reithose? Wer war der Reiter? Das ist gut. Fiete Nissen arbeitet auf Pellworn auf einem Reiterhof. Sagen Sie mir in Zukunft bitte gleich, was Sie von den Toten wissen. Reich, wir nehmen den Schimmel mit und untersuchen ihn auf Spuren. Ich bin doch keine Erstklässlerin, die sich von ihrem Lehrer ein Fleißsternchen abholen möchte. Autsch. Überläufer. Mein Gott, was ist passiert? Ein Mord? Ich meinte ihre Schuhe. Oh. Wiebke Vogel, ich bin hier für alles Organisatorische zuständig. Wenn Sie also Fragen haben. Nora Neubauer, freut mich. Hier. Danke. Die waren neu, bis ich ins Hafenbecken steigen durfte. Der Chef will Sie sprechen. War schon mal besser gelaunt. Solange er mich nicht auf meine neuen Schuhe anspricht. Ach, das sind Sie ja. Kriminalhauptkommissarin Neubauer. Ludwig Fallinghausen, ihm gehört das Hotel am Deich, wo der Theodor Storm gepresst hat. Ja, was soll ich sagen? Also, der Vorfall, der beunruhigt meine Gäste. Wissen wir denn schon, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte? Ich würde Sie gerne unter vier Augen sprechen. Ludwig, du entschuldigst uns. Ich rufe dich an. Selbstverständlich, Anne. Es war kein Unfall, es war Mord. Mord? Mein Gott. Wir haben Theodor Storm-Kongress. Die ganze Welt schaut auf unsere Stadt. Und was bekommt sie zu sehen? Einen Mord im Hafen. Der Schimmelreiter ist das Mordopfer. Nicht auszudenken, welche Auswirkungen das auf den Kongress hat. Oh mein Gott. Moin, Mann. Braucht sie Hilfe? Wenn einer Hilfe braucht, dann du. Hinrichs ist wegen deines Films heute Morgen stinksauer. Ich lass mich doch nicht zur Deko so eine Machtspielchen machen. Ich weiß. Du spielst gleich mit. Hilfe. Jon, würdest du bitte rausgehen und deine Füße abtreten? Wir haben Teilnehmer aus Frankreich, England, USA, Kanada, China und was weiß ich woher eingeladen. Das ist der G20-Gipfel der Literaturwissenschaft. Sie verstehen, da ist ein toter Schimmelreiter. Der Super-GAU? Genau. Und dann ermordet er noch dazu, mein Chef. Ich dachte schon, du wärst die Leiche. Das wäre die einzige Entschuldigung, die ich für dein Fehlen heute Morgen akzeptiere. Da komme ich einmal nicht pünktlich. Und schon passiert ein Mord. Wahrscheinlich hat der Täter nur darauf gewartet. Heben Sie sich mal an Ihrem Ego, Kim Bruch. Sehr gut. Wie ich sehe, haben Sie sich schon kennengelernt. Ich erwarte, dass Sie zusammenarbeiten. Beide. Du mir ja. Trotzdem brauchen wir jeder einen eigenen Dienstag. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Am Ende will auch jeder noch sein eigenes Büro, oder was? Ah, ich sitze mit ihm. Hatte ich das nicht erwähnt? Was wollte Fallinghausen eigentlich hier? Hat der Schimmelreiter irgendetwas mit dem Stormkongress in seinem Hotel zu tun? Das würde zumindest erklären, warum er so nervös war. Also der Schimmelreiter war meine Idee. Eventmarketing. Ich wollte die Stadt wachrütteln, Aufmerksamkeit wecken für den Kongress. Echt gelungen, Chef. Ich konnte doch nicht ahnen, dass man Fiete gleich umbringt. Entschuldigung, Herr Kriminalrat. Gespräch für Sie, Ihre Frau. Danke, Fräulein Hoge. Bitte stellen Sie durch. Sie entschuldigen mich, bitte. Ach, hallo, Spatz. Nein, du, ich freue mich immer, deine Stimme zu hören. Du, Kongresse sind furchtbar öde. Du würdest dich zu Tode langweilen. Und das wollen wir doch in jedem Fall verhindern, ja? Hallo! Komm, verschwinde. Entschuldige, Opa, ich dachte, Sie wären der nette Typ, der uns gestern geholfen hat. Moment. Sie sind beides nicht. Weder nett noch der Mann. Ja, das weiß ich. Wem hat er geholfen? Meine Mutter und mir. Dann ist deine Mutter der Kommissar. Rin. Was? Kommissarin. Ja, das sag ich doch. Hier ist ihre Leiche drin. Was? Nein, nicht sie persönlich. Was soll denn das werden? Wurde von ihm gesagt. Wo ein Mensch drin liegt? Das kannst du nicht fotografieren. Wen stört's? Er ist tot. Hast du ihn gefragt?
Hast du nicht? Na gut, dann wollen wir es mal nachholen. Nein! Lassen Sie das Ding zu, bitte. Ich wollte echt nur den Sarg fotografieren. Dann nimm die da drin und die gehören mir. Wenn einer drin liegt, dann gehört er dem Toten. Ich lass mir doch nicht die falsche Farbe andrehen. Maria. Aber, Junge. Was versprechen Sie sich hiervon? Die war nicht rosa, niemals. Bei der Stichverletzung kann Fiete unmöglich im Sattel gesessen haben. Na, einbockig in rosa. So eine glückliche Farbe. Furchtbar, oder? Wir sollen die mitnehmen. Ja, die ganze Küche. Schreck. Mach hier nicht einen auf Innenarchitekten. Kümmer dich um das, was du kannst. Wühl dich durch die Akten. Fiete ist in irgendeine Sache mit Körperverletzung verstrickt. Das muss kein halbes Jahr her sein. Wie liegt die Anzeige bei den Streifenhörnchen? Worauf wartest du? Fahr hin. Halt. Kann er das nicht machen, wenn wir hier fertig sind? Es wäre cool, wenn ihr euch einigt. Ich habe nur zwei Arme, zwei Beine. Ja, niemand ist willkommen. Wir werden ja wohl ein paar Tage ohne Küche auskommen. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich komme heute Nachmittag kurz vorbei. Nein, kann ich überhaupt nicht. Heute Nachmittag ist Ebbe. Nein. Ja, ich hab dich lieb. Tschüss. Das war meine Tochter. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Wenn der Täter Fiete aus dem Sattel geholt hat, dann wird er eventuell Spuren hinterlassen haben. Meinen Sie, Fingerabdrücke haften im Fell? Aber rein hypothetisch. Jetzt nur mal rein hypothetisch. Woher wusste der Täter überhaupt, wer der Schimmelreiter ist? Die Sache war nämlich geheim. Naja, außer Hinrichs wusste zumindest Fallinghausen noch davon. Na, dann sollten wir ihn befragen. Ich mach hier weiter. Gut, und wenn du fertig bist, dann schwingst du dich auf den Sattel und wälzt dich durch die Akten. Ich finde die Art, wie Sie mit Reik umgehen, unmöglich. Er ist Kommissarsanwärter und kein Laufbursche. Wer sich gegen seinen Chef nicht durchbeißt, hat gegen Marder keine Chance. Das ist wie Boxen, das muss man trainieren. Ja. Was mich nicht umbringt, macht mich härter. Das war vollkommen klar, dass Sie auf diese Art von Macho-Pädagogik stehen. Ein guter Kommissar braucht eine gewisse Härte. Die einer Frau fehlt. Das habe ich nicht gesagt. Soll ich Ihnen mal sagen, was ein guter Kommissar braucht? Er braucht Fingerspitzengefühl, er braucht Einfühlungsvermögen und er braucht Teamgeist. Oder anders gesagt, er braucht all das, was Ihnen fehlt. Oh, das war jetzt ein bisschen hart, hm? Naja, ich meine das... Gut. Kannst du auf einem Schimmel durch die Stadt reiten, Fiete? Damit forderst du den blanken Hans heraus. In seinen Fluten würden wir alle ertrinken. Haben noch mal Glück gehabt. Naja, du jetzt nicht. Aber wie kann man auch so bekloppt sein, Fiete? Der Reiterhof auf Pellworm, auf dem Fiete seit 2008 gearbeitet hat, gehört Fallinghausen. Ach, das heißt, der Schimmel gehört also auch Fallinghausen? Nein, den hat er ihm irgendwann verkauft. Die Leute sagen für ein Apfel ein Ei. So, bitte. Warum haben Sie Fiete den Schimmel fast geschenkt? Er war am Boden, hatte Alkoholprobleme. Ein Tier gibt Halt. Der barmherzige Samariter. Ich habe Ihnen heute Morgen nicht ganz die Wahrheit gesagt. Haben Sie nichts zu tun? Doch. Es ging nicht nur um die Gäste, es war wegen Fiete. Er wurde schon einmal angegriffen. Warum verraten Sie uns das erst jetzt? Also, die Grundidee war, dass er Hinrichs den Schimmelreiter spielt. Aber ich habe dann Fiete gebeten, den Part zu übernehmen. Und deswegen fühle ich mich auch ein Stück weit schuldig. Also, indirekt natürlich. Nur indirekt? Ich habe bis heute Morgen um 3 Uhr gearbeitet. Wissen Sie, wer ihn damals angegriffen hat? Nein. Gut, das war's dann fürs Erste. Können Sie uns noch sagen, wo wir den Kongress finden? Danke. Was denn? Wer hat angefangen? Zum Abschluss möchte ich Ihnen zurufen, in Abwandlung auf das große Wort des großen Dichters.
Willkommen in Husum, der friedvollen Stadt am befriedeten Meer. Welcome to Husum, the peaceful city on the Sea Pacific. Willkommen in Husum, den friedlichen Weiter pacifiziert habt. Thank you. Danke, grazie. Ah, die Dienststelle zeigt Flagge. Löblich, löblich, löblich. Heiner, you were so great. Absolutely unbelievable. Absolutely unbelievable. Thank you, Brittany. See you later. Good. Also, folgende Überlegung. Wenn Fallinghausen es keinem Dritten erzählt hat, dann wussten nur er und ich, wer der Schimmelreiter war. Wird's aber langsam eng im Kreise der Verdächtigen. Du denkst doch jetzt aber nicht an mich. Ja, ich habe ein Alibi. Und? Moment, Moment, das ist doch jetzt reine Routine. Das hat nichts, aber auch gar nichts zu bedeuten. Das kommt ganz auf die Antwort an. Ich war den Abend mit jemandem zusammen, also ist... Ja, und hat der jemand auch einen Namen... Was? Brittany. Brittany? Die Brittany, die so auf Uniform steht? Also schön. Ich war die Nacht mit der Amerikanerin Mrs. McBroom zusammen. Ja, ja, ja. Das lässt sich auf Kongressen ja auch gar nicht vermeiden. Das passiert ständig. Ja, ich würde sogar sagen, das ist der Grund, warum überall auf der Welt unentwegt Kongresse stattfinden. Ach nee, ich dachte immer, die dienen der wissenschaftlichen Arbeit. Wirklich? Frau Neubauer, ich will Ihnen mal was sagen. Da treffen sich ein Haufen Männlein und Weiblein. Die Ehegatten sind weit weg, Kinder sind nicht da. Jeder hat ein Hotelzimmer mit Doppelbett. Ich bitte Sie, als Mann steht man da förmlich in der Pflicht. Ja, noch dazu, wenn man, wie in meinem Fall, die gastgebende Stadt vertritt. Ist das so? Ja. Die Herren entschuldigen mich kurz. Bitte. Wie kannst du mich nur auf diese Art und Weise bloßstellen? Was spinnst du? Ich hätte kein Wort erwähnt. Aber wie steht denn da vor meiner Partnerin da? Die denkt womöglich noch, wir stecken unter einer Decke. Und ich habe sie mir nicht ausgesucht. Ach, daher weht der Wind. Du hast mir wenigstens sagen können, dass sie eine Frau ist. Ich habe mich blamiert bis auf die Knochen. Jetzt hör mir mal zu. Durch die Personalaufstockung wird unsere Dienststelle aufgewertet. Und deshalb steht uns jetzt ein zweites Dienstfahrzeug zu. In Zukunft brauchst du nicht mehr bei mir betteln. Na, danke schön. Das darf ich jetzt bei ihr tun? Jeder andere Mann würde mir die Füße küssen, wenn ich ihm diese Frau ins Auto setze. Tickst du noch ganz sauber? Bisher habe ich mir meine Frauen immer noch selber ausgesucht. Ach ja? Ja. So, Ebbe. Was? Ebbe. Ja, Ebbe. Wo? Ja. Schönes Ding. Das nenne ich doch mal einen Nagel. Also den Preiskampf mit Torwaldbestattung, den kannst du nur verlieren. Mensch, Vater, was wird das denn? Ein paar Kleinwüchsige rein. Diese osteuropäischen Babysäure. Riech mal. Formaldehyd. Das löst Krebs aus. Ja. Den Toten ist das egal. Die haben es hinter sich. Auch den Krebs. Ja, komm. Ja. Ich helfe dir hier gleich. Setz du dich erstmal hin. Und ich mache uns einen schönen Tee. Wie? Die liefern die neue Küche erst nächste Woche? Spinnen die? Oh, das ist doch wunderbar. Was? Ja, sonst hätten wir uns nie so schnell durch die komplette Fahrt vom Mandarin probieren können. Du drehst echt alles ins Positive.
Ich wette, wenn jemand den Fuß abhackt, sagst du danke. Ich habe Schuhputzen sowieso gehasst. Hm. Erinnere mich nicht daran. Hier, für dich hinüber. Trägt dein Kollege dich nicht auf Händen? Ja. Denke mal an das Leben nach dem Tod. Was? Das weiß keiner, wie das ist. Eben. Was eben? Wenn du da Krebs kriegst, kann dich kein Tod davon erlösen. Trink. Gibt es es besser? Kannst du nicht einmal was Nettes sagen? Ich habe deine Kollegin gesehen im Hafen. Von weitem. Sah nett aus. Von weitem. Wie ist es denn in der neuen Schule? Cool. Ich bin der Star. Eine echte Berlinerin. Klingt doch gut. Egal, was ich sage, ich finde das total cool. Echt? Ist es bei dir auch so? Fast. Ich meine, die Frau, ja. Dass die alleine redet. Und dann macht die 2, 3 Dinge gleichzeitig. Ich glaube, die kann keine Sekunde still sein. Da wirst du glatt irre. Ja, du, und dann macht die... Na, komm. Vergiss es. Sie beschäftigt dich schon. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du das alles mit mir mitmachst, Mimi. Hey, du wirst befördert, ich krieg mehr Kohle, neues Handy. Hier, habe ich heute gepostet. Die Leiche meiner Mutter. Das kam total fett an. Wie kannst du sowas ins Internet stellen? Entspann dich. Ich stelle keine Namen, keine Gesichter ins Netz, wie besprochen. Das ist total geschmacklos, Mimi. Das war ein krasser Versprecher von Klaas. Er meint natürlich nicht dich damit, sondern den Mordfall. Klaas? Der Vater von deinem Kollegen. Ist echt schräg drauf. Auch irgendwie cool. Ja, fährst du 4. Morgen für mich zur Gerichtsmedizin nach Kiel. Ich helfe dir, den Fall zu lösen. Du? Was hast du für mich? Ich weiß, wer viel getötet hat. Klaas! Du musst doch die Rechnung für Fiete nicht bringen. Du bist krank. Dein Anblick macht mich gesund. Scheiße. Du, Wiebke, er war der Schimmel. Hat Fiete getötet. Schimmel? Der alte Iver war mit seinem Kutter draußen, da hat er ihn weiden sehen, den Schimmel. Im Wattenmeer. Das ist kein normales Pferd. Schafft ihn auf der Stelle weg hier. An seinem Fell wurden Spuren vom Pfefferspray gefunden. Ach so. Das Pferd ist nun ein Beweisstück. Wiebke, Wiebke, er ist des Teufels. Er zieht das Wasser an. Er muss weg. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Wie können Sie behaupten, dass... Morgen. Schöne Schuhe haben Sie. Guten Morgen, danke. Wer auch immer Sie sind, können Sie bitte aufhören, solche Ammenmärchen zu verbreiten? Danke. Der Schimmel ist eine Kreatur des Leibhaftigen. Er zieht den Tod die Furche. Das ist doch lächerlich. Ich wusste nicht, dass das Ihr Vater ist, Jon. Entschuldigung. Der alte Sprückenkicker. Der bitte was? Ein Geisterseher. Diese Gabe haben nur ganz wenige. Oh, das klingt, als nehmen Sie ernst, was er sagt. Der Schimmel hat Fiete getötet, weil er ein Werkzeug des Teufels ist? Das ist doch Schwachsinn. Nicht so vorschnell. Ach, allein schon vom Teufel zu sprechen. Der Pastor spricht von Gott. Das ist ja wohl was ganz anderes. Ja, aber ohne Teufel kriegen Sie Gott auch nicht gebacken. Ich nehme das. Danke. Und das ganze Pfefferspray wollen Sie in die Luft blasen? Jede Düse erzeugt ein anderes Sprühmuster. Wir rekonstruieren, welches Spray benutzt wurde und wie genau es zum Einsatz kam. Na, das wird dann ja ein Tag der Tränen. Ich hab's. Die Streifenhörnchen haben tatsächlich eine Anzeige. Fiete wurde vor 2 Monaten tätlich angegriffen von einem Arnold Fichte. Dieser Typ, der war's, wenn er mich fragt. Dumme oder nicht? Wie kommst du drauf? Schon damals saß Fiete auf dem Schimmel. Ja, das hätten wir gestern schon wissen können.
Wir haben nur Zeit verloren. Ach, ich dachte, davon haben Sie hier genug? Ich habe ja gesagt, ich habe nur zwei Beine und zwei Hände. Reicht doch. Ich kümmere mich darum. Ich bringe Ihnen Taschentücher mit. Ich ziehe mich um. Was ist das denn? Ein Ganzkörperkondom. Also, so nennt es mein Ausbilder. Bisschen groß, oder? Ja. Hinrichs wollte mir keinen genehmigen. Und da habe ich ihm Jons Namen angestellt. Raffiniert. Auf die Größe kommt es ja auch wirklich nicht an. Wollen wir? Ich bin vor 2 Monaten mit meinem Quad am Strand entlang gecruised. Ganz friedlich, kapiert? Was kann ich dafür, wenn dieser Krüppel nicht reiten kann und von seinem Ackergau fällt? Dieser Krüppel, der ist jetzt tot. Er wurde gestern ermordet. Und laut seiner Aussage von damals haben sie ihn und seinen Schimmel mit ihrem Quad verfolgt. Warum? Lächerlich. Kleines Souvenir aus Afghanistan. Ich habe mich da unten zum Krüppel bomben lassen, damit ihr hier ruhig schlafen könnt. Ich muss mich von niemandem rumschubsen lassen. Ich wusste nicht, dass... Dann machen Sie Ihre Arbeit besser. Hier, bitte. Die haben Sie sich redlich verdient. Danke. Das ist aber nett. Wie kommen Sie mit dem Pfefferspray voran? Unter Tränen. Ach, ich hätte an Taschentücher denken sollen. Nein, das ist toll, dass Sie überhaupt an mich gedacht haben. Danke. Wollen wir uns nicht duzen? Ich bin Nora. Wiebke. Freut mich. Was hast du angestellt? Entschuldigen Sie? Aber Sie haben noch gesagt, dass wir uns duzen. Nein, ja, nicht dass du. Wie kommst du drauf, dass ich was angestellt habe? Freiwillig geht man doch nicht weg aus Berlin. Warum denn nicht? Ich finde es sehr schön hier bei euch. Die Nordsee vor der Tür, die klare Luft, das Wattenmeer, das leckere Grün der Wiesen. Nora, du bist kein Schaf und ich bin nicht dumm. Okay. Ich bekomme 500 Euro mehr. Und das ist für eine alleinerziehende Mutter eine Menge Geld. Du opferst dich also für Mimi. Okay, ich besorge dir noch Taschentücher. Ach, danke, das macht die Hund schon. Nun? Mhm. Ah. Und? Haben die Tränen sich gelohnt? Das Sprühmuster zeigt, dass der Täter das Spray benutzt hat, dass der Schimmel stand. Und warum hat er ihn nicht einfach vom Pferd runtergerissen? Darauf finden wir auch noch eine Antwort. Warten Sie mal, ich habe da was für Sie. Ein kleiner Schlummertrunk. Danke. Gerne. Das ist ja mehr Rum als Wasser. Da schlafe ich ja 3 Tage von. Ich finde den nun. Also, Hinrichs und Fallinghausen wussten, wer der Schimmelreiter ist. Beide haben ein Alibi. Arnold Fichte wusste es auch. Zumindest hatte er eine Ahnung. Er war Fichte auf dem Schimmel schon mal begegnet. Was gibt es für eine Verbindung zwischen Arnold und Fichte? Sie sagten, dass Arnold erst seit 4 Monaten hier wohnt? Das kriege ich raus. Vergessen Sie es, über den KSK-Soldaten werden Sie nichts rausfinden. Da mauert die Bundeswehr. Ich kenne den hiesigen Bataillonskommandeur. Mein Vater hat seine Mutter unter die Erde gebracht.
Ich habe ihn schon angerufen. Hört sich mal um. Das ist doch ganz einfach. Das ist das Haus von Nico. Scheiße. Sagen Sie, warum haben Sie so getan, als ob bei der Teufelsgeschichte was dran wäre? Doch nur, um mich zu ärgern, oder? Jetzt nehmen Sie sich aber zu wichtig. Ach, kommen Sie, wenn sich jemand wichtig macht, dann Sie mit Ihrem Teufelszeug. Bitte? Das ist doch nur eine Masche, um sich interessant zu machen, oder? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie. Wenn der Deich bricht, stürzen die Wassermassen ins Land. Aber noch schlimmer wird's, wenn das Wasser mit der Ebbe alles raus ins Meer reißt. Vieh und Menschen, ohne Unterschied. Das hier, das ist ein riesiger Totenacker. Und da sie nie bestattet wurden, irren ihre Seelen immer noch umher. Alle alten Familien, wie die von Wittke und Hinrichs, haben ihr Leute ans Meer verloren. Und Sie, Jon? Ihre Familie auch? Ja, klar. Es gibt hier Nächte, da sehen die Schaumkronen wie galoppierende Schimmel aus, die von einem Reiter angepeitscht den Deich so wütend attackieren, als wollten sie ihn zum Einsturz bringen. Und die Leute sagen, dass der Teufel auf ihnen reitet. Wie in jeder Sage steckt im Kern ein Stück Wahrheit. Sie glauben dran? Nicht an den mit Hörnern. Aber von dem Schimmel geht eine Kraft aus. Er ist der Schlüssel zum Mord. Also, bis vor zwei Sätzen konnte ich Ihnen folgen. Aber der Rest? Ganz ehrlich? Sie ist nicht von hier. Hallo. Wollte mich bei Ihnen entschuldigen wegen gestern. Bin Ihnen ja doch selber in den Mund gefahren. Ich bin nicht so eine Mimose wie mein Junge. Das habe ich mir schon gedacht. Außerdem wollte ich mit Ihnen über meine Tochter reden. Was gebe ich für so eine Enkelin? Mimi ist jetzt in diesem Alter, in dem die Kinder so ein Faible für Abgründiges entwickeln. Und bei ihr ist es nun eben der Tod. Gut, jetzt bin ich mit meinem Beruf sicherlich auch nicht ganz unschuldig daran, aber... Als Mutter macht man sich eben schon so seine Sorgen. Ach, sie ist so voller Leben. Der Sarg, wo das Platz hätte, muss noch gezimmert werden. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, aber das spezielle Bild wollte ich jetzt eigentlich nicht im Kopf haben. Ich meine das ja auch nicht persönlich, Herr Peters. Ich verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben ja Fieber. Ja. Und so lässt Ihr Sohn Sie aus dem Haus. Moin. Moin. Jon, ich will mich nicht in Ihre Familienangelegenheiten mischen, aber... Dann lassen Sie es. Aber ich finde, Sie sollten sich besser um Ihren Vater kümmern. Was darf ich sagen, Martin? Ja. Gut. Der Stich hat zielgenau die Bauchaorte durchtrennt. Fiete ist innerlich verblutet. Profis lernen so zu töten. Elite-Soldaten zum Beispiel mit einem Kampfmesser. Sehr effektive Methode. Kein Tropfen Blut, kein Schrei. Also, Messer wird hier ausgeschlossen. Moment. Aber dann haben wir ja noch unser... Wie haben Sie es genannt? Pille-Palle? 17 Zentimeter? Passt. Das ist eine gewaltige Bombe. Die wird einigen gehörig um die Ohren fliegen. Moin, Chef. Moin.
Der Sonderstaatsanwalt der Bundeswehr hat sich bei mir gemeldet. Das hast du deiner neuen Kollegin, respektive mir, zu verdanken. Nur mal so nebenbei. Tja, aus Berlin bringt man Beziehungen mit, Jo. Herr Kriminal. Dankeschön. Siehst du, geht doch. Was haben Sie nur erfahren? Arnold Fichte kam 2007 aus Afghanistan zurück. Unverletzt. Erst kurz darauf hatte er bei einer Spritztour nach Sylt, gleich hier in der Nähe, volltrunken einen Autounfall. Angeblich soll ein Reiter auf einem Schimmel schuld gewesen sein. Seine Beifahrerin starb noch am Unfallort. Offiziell taucht sein Name nirgendwo auf, weil niemand erfahren sollte, dass ein betrunkener KSK-Soldat den Tod einer jungen Frau zu verantworten hat. Oh Gott, die Regierung. Warum kommt sie nicht rein? Sie hat auf 1 Uhr einen Tisch bestellt. Ihr schaut euch das an. Ich muss los, mein Magen knurrt. Herr Kriminalrat, Sie wollten doch noch mal über meinen Dienstwagen nachdenken. Ach, genau. Aber Jon, wir haben doch nur 2 Fahrzeuge. Naja, ich meine, deswegen freuen wir uns ja über dein Angebot. Also, dass du deinen Wagen in einen Pool für Dienstwagen einbringst. Machen wir uns nichts vor. Wir wissen ja, wie es ist. Eine kleine private Spritztour und schon haben wir eine riesen Dienstwagenaffäre. Und dann wären das in der Summe ja schon 2 Affären. Tja, das will natürlich keiner. Ich wollte meiner Frau sowieso vorschlagen, ein paar Schritte per Peltis zu gehen. Ne? Frau Neubauer, können wir... Mein Alibi. Brittany. Ja, Brittany. Diskret behandeln. Selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Gut. Nora? Reik. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, komm rein. Ja, wir haben da möglicherweise in die falsche Richtung ermittelt. Warum? Ich habe hier die Auswertung von der Pfefferspray-Analyse. Der Täter muss ein Kind gewesen sein, höchstens 8 Jahre. Wie kommst du drauf? Das Pfefferspray wurde aus 1 Meter Höhe höchstens versprüht. Ja, wunderbar. Ihr wisst, wer das Kind ist? Das ist das Haus von Nikolas. Hoher Richter. Mein Bericht? Da sind Sie ja. Ja. Wo waren Sie denn? Kommen Sie. Herr Fichte? Herr Fichte? Da ist er. Kommen Sie schnell. Der wollte uns nicht weg. Sie haben Fiete den Schimmel nicht verkauft, weil er Ihnen leid tat, sondern weil Sie mit dem Tier einen tödlichen Unfall verursacht haben. Was? Sie hatten Angst, der Schimmel würde Sie verraten. Das ist ja lächerlich. Und selbst wenn, die Sache ist doch längst verjährt. Unfallflucht mit Todesfolge? Erst nach 5 Jahren. Warum sind Sie ausgerechnet hierher gezogen? Das ist eine schöne Gegend. Genau dahin, wo Sie vor Jahren Ihren schweren Unfall hatten. An dem der Schimmel schuld war. Was würden Sie eigentlich mit dem Reiter machen, wenn Sie ihn zwischen die Finger kriegen? Sie wollen mir den Mord anhängen? Das haben Sie uns schon abgenommen. Sie haben den Schimmel dazu gebracht, dass er Fiete abwirft. Blödsinn, ich sitze im Rollstuhl. Sie haben Pfefferspray verwendet. Fiete hat sich aufgerappelt und wollte Sie packen, da haben Sie zugestochen. Mit meinem Kampfmesser. Träumen Sie weiter. Sie wussten natürlich, dass Ihr Messer Sie anhand der Wunde verraten würde. Deshalb haben Sie einen Bootsnagel genommen, an den hier jeder Fischer kommt. Und den haben Sie ihm wie ein Stilett
in den Körper gerammt. Sie haben viele Fehler gemacht. Aber Ihr größter war sicherlich, dass Sie den Falschen getötet haben. Fiete hat den Schimmel nicht geritten. Hallo, ich möchte zu Ihnen sprechen. Ist das nicht der Mann, der Ihnen vor 2 Monaten gezeigt hat, wo Sie den Schimmel und Fiete finden? Er hatte Angst, dass Sie dahinter kommen, dass er den Schimmel geritten hat, der Sie zum Krüppel gemacht hat. Feinhaus. Du mieses Schwein! Du mieses Schwein! Genommen hat ein Glaswitz ja recht mit ihrem Aberglauben. Das war der Schimmel, wenn auch anders. Daran gewöhnen Sie sich noch. Hier ist alles ein bisschen anders. Ach nee. Eigentlich ist es schon ganz gut, wenn man jemand von draußen drauf guckt. Das mit den zerstochenen Reifen war fies. Aber effektiv. Nicht umfahren. Erst kommt's cremig mild, dann leicht bitter und schließlich süß. Verdammt, warum sagen Sie nicht, dass das heiß ist? Die ist heiß. Ja, aber Sie hätten trotzdem was sagen können. Oh ja, dann hast du es gleich wieder. Ich halte Sie für dumm. Jung. Stör ich? Du störst nie. Hallo, meine Schöne. Hallo. Ach, ihr kennt euch ja noch gar nicht. Das ist meine neue Kollegin, Nora Neubauer. Maike Brix, meine Freundin. Hallo, freut mich. Ja, wollen wir? Tschüss. Tschüss. Nora, heiß.